Ja, hallo zum Aussteigerkanal. Jetzt wollte ich mal irgendwie auf die Frage antworten, weil so viele Leute mich gefragt haben, ob sie hier schlafen können oder ihren Wohnwagen hinstellen können oder ihren Bus oder im Auto schlafen, auch gegen Geld und bliblablob und so. Also meine lieben Leute, das hätte ich eigentlich gern gemacht, ja. Und das werde ich auch irgendwann machen in der fernen Zukunft, aber jetzt kann ich das einfach noch nicht machen. Weil ihr wisst, oder naja, das wissen ja vielleicht nicht alle, ich habe natürlich auch viele Videos gemacht und schon erklärt, dass ich hier nicht reinfahren darf auf mein Gelände. Also ich habe ja das kleine Autochen und das steht immer schön brav an der Straße, weil ich nicht reinfahren darf. Und wenn ich irgendwas brauche, wie Kies oder Wasser oder Holz, ja, dann fahre ich das heimlich rein, weil die Nachbarin, die in diesem Haus da wohnt, die wohnt eigentlich in Faro, die ist, geht irgendwie auf die 85 zu jetzt oder so, und die hat mir das Reinfahren verboten, obwohl der Nachbar reinfahren darf, ich darf nicht reinfahren, keine Ahnung warum, die ist dement, die hört nichts mehr, die schreit immer nur rum, kein Mensch von den Nachbarn redet mit dieser Person und ich weiß jetzt auch warum, nicht mal der eigene Sohn, nicht mal die Kinder wollen was von der wissen, also ja, es ist schon doof. Wie gesagt, ich darf nicht reinfahren und natürlich könnt ihr euch dann vorstellen, dass wenn jetzt hier ein Auto mit dem Wohnwagen reinfährt, ich kann euch das Tor aufmachen und ihr fahrt rein, dann ruft sie gleich die Polizei an und dann habe ich ein riesen Problem am Hals, ja, weil ich darf einfach nicht reinfahren. Sie darf das bestimmen leider und ja, es ist halt so. Ich darf da irgendwann mal reinfahren, wenn die Dame tot ist. Ja, hat schon die Familie gesagt, dann darf ich da auch reinfahren, da soll ich mir keinen Kopf machen, ist überhaupt kein Problem. Aber sie lässt mich jetzt nicht reinfahren. Und ich möchte sie natürlich auch nicht aufregen und deswegen darf hier auch keiner stehen. Und ich finde es traurig, weil ich würde euch gerne hier stehen lassen. Ist ja immer nur für eine kurze Zeit, da könnte ich auch ein bisschen was verdienen. Ich meine, ich würde nicht viel nehmen, aber irgendwas würde ich schon nehmen. Ne? Aber im Moment geht es halt einfach leider noch nicht. Aber ich glaube bald, weil die Dame ist schon sehr alt und irgendwann wird es soweit sein und da lasse ich dann auch was hören von mir und werde euch das auch anbieten. Aber im Moment darf man hier nicht reinfahren und ich habe im Moment nicht mal irgendwie eine Art Gästehaus oder sonst was, wo vielleicht einer, der nur im Auto ist, das Auto an der Straße parkt und dann quasi in dem Gästehaus wohnen könnte. Das will ich ja jetzt erst bauen. Also Gästehaus ist übertrieben, aber so Gartenhütte, aus Blech. Mal gucken. Irgendwas muss ich mir noch hinbauen, weil ich brauche auch ein bisschen einen Abstellraum. Aber ja, wie gesagt, so viel zu Camping auf meinem Land. Weil eigentlich, ja, mich haben schon Dutzende Leute gefragt, ob sie das machen können. Das geht nicht mal für ein paar Stunden, das geht nicht mal für eine lächerliche Nacht. Es geht einfach nicht. Ja. Und aber macht doch keinen Kopf, wenn ihr im September kommt, was eh der beste Monat ist im Jahr. Oder im Frühling kommt, könnt ihr euch auch wild irgendwo hinstellen. Da kräht kein Hahn danach. Nur in der Hochsaison scheuchen sie einen immer weg. Also dafür ist Portugal ganz gut. Da tolerieren sie auch die Wohnmobilisten, weil es einfach wirklich das einzige Geld, was ins Land kommt. Ne? Und ja, das ist halt ja ihre Politik. Ne? Und da kann ich euch dann gute Plätze nennen, wo ihr euch hinstellen könnt, wo ihr nicht belangt werdet von der GNR. Das kann ich euch versprechen. Also das ist kein Problem in Portugal, aber hier bei mir noch nicht. Aber ich sehe, das ist wäre ein super Platz zum Hinstellen hier. Echt super. Irgendwann wird es so sein, im Moment geht es leider noch nicht, damit ich keinen Ärger kriege. Und eben, das wollte ich euch auch noch mitteilen, weil mich eben so viele Leute danach fragen. Und es geht leider nicht. Aber bald. Okay? Also, tschüss!